Ja, super, Felix, danke, dass du da bist Ja, danke für die Einladung. und wir zusammen sprechen können. Hört, cool. Du bist ja super Podcast erfahren, ein echter Experte. Insofern, cool, hast du vielleicht im Vorfeld noch ein paar Tipps für mich, weil Podcast so ein bisschen neues Feld und da bin ich natürlich immer dankbar. Ja, ich für mich auch so immer noch komisch zu sagen, dass ich der erfahren bin. Und damals noch, als wir angefangen haben, konnte ich mir das gar nicht vorstellen, immer so viel in dem Mikro zu erzählen. Und jetzt sind wir 2 Jahre dabei und ich bin immer ein Freund davon, gar nicht so viel vorzubereiten. Ich Cool. glaube, dann entsteht immer am ehesten ein Gespräch. Und Podcast soll ja eigentlich so sein, dass die Leute das Gefühl haben, dass man einfach nebeneinander auf dem Sofa sitzt und sie daneben sitzen. Und deswegen einfach locker und schönes Gespräch führen. Gar nicht so Frage-Antwort. Das ist immer ganz cool Ah, eigentlich. okay. Ja, cool. Gut, na, wenn du mich was zurückfragen willst, dann gerne. Ja. Ich hätte gleich mal die erste Frage zu einem Podcast-Titel, den einfach mal Luppen. Fand ich natürlich witzig. Habe ich natürlich ehrlich gesagt auch erstmal gar nicht gewusst, was es heißt. Habe es ein bisschen geschaut. Aber wie seid ihr so auf das Thema überhaupt gekommen, Podcast zu machen und dann den Titel gewählt und wie ist das alles so entstanden? Boah, das ist eine gute Frage. Also wir beide als Norddeutsche sind ja eigentlich gar nicht so diejenigen, die viel reden. Ist beim Podcast dann schwierig, wenn man nicht viel redet. Aber die Idee kam tatsächlich vom Klaas Häufer Umlauf, der mit seiner Produktionsfirma gedacht hat, das könnte ganz interessant sein, was die Jungs zu erzählen haben. Vor 2 Jahren war es auch noch so, dass so rein Sport- oder Fußball-Podcasts noch nicht so großartig vertreten waren. Und dadurch, dass er uns so ein bisschen verfolgt hatte und mit Toni auch im Kontakt war, hat er gesagt, das kann gut sein. Dann habe ich mit ihm mal telefoniert. Da habe ich dann gesagt, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich jede Woche was Interessantes zu erzählen habe. Und dann sagt er, ja, mach dir keine Sorgen, wir haben Leute, die auch was vorbereiten und so. Und ja, dann haben Toni und ich miteinander gesprochen, haben uns ein bisschen Zeit gegeben und haben gesagt, komm, lass uns einfach mal was Neues probieren. Immer nur Fußball spielen ist ja auch langweilig. Man kann noch ein bisschen drüber erzählen und dann gesagt, komm, lass uns ausprobieren, aber immer mit der Option zu sagen, wenn wir nach 2, 3 Folgen sagen, das ist nichts für uns, dass wir auch wieder Zeit sagen können, nee, das lassen wir wieder sein. Und jetzt sind wir 2 Jahre dabei und das ist mega Spaß, mega neue Erfahrungen, viele neue Leute kennengelernt, tolle Gäste schon im Podcast gehabt. Und sich selbst auch so ein bisschen neu erfunden, irgendwie viel mehr am Erzählen und auch natürlich, wenn du die ersten Folgen machst, bereitest du sehr viel vor und schreibst ja auch viel auf und das wirkt dann alles noch nicht so entspannt, aber wenn man sich mal den Spaß macht und unsere erste Folge hört und dann eine der letzten, dann merkt man einfach einen himmelweiten Unterschied. Das, was ich gerade gesagt habe, so, dass man gar nicht so viel vorbereitet, einfach frei redet und abschweift und Geschichten erzählt. Ja, und zum Titel, war auch ein langer Prozess, haben lange überlegt, wie kann das Ding heißen. Und dann haben wir einfach eine Aussage von unserem Opa genommen, der in dem Kinofilm von meinem Bruder ja auch zu Wort kam. Und von ihm kamen immer sehr wertvolle Tipps in unserer ganzen Jugend, dann auch noch, als wir Profis waren. Und der hat immer nie verstanden, dass man immer so hart aufs Tor geschossen hat. Er hat gesagt, man soll auch mal lupfen. So, und auf Norddeutsch für ihn hieß es Luppen. Und dann sagt man soll doch einfach mal lupfen. Und dann hatten wir den Titel. Geil. Ja, cool. Also das habe ich eben auch geresearched und Ja. dann hat mich das so an meinen Dad auch erinnert, der schon früher immer zu uns gesagt hat, ich weiß gar nicht, warum schießt ihr denn überhaupt nur nicht nur Dreier, ist doch viel zählt ein Punkt mehr und ihr müsst nicht so viel laufen auf dem Spielfeld. Also, und jetzt die ganze NBA schießt nur noch Das sind so Dreier. die Weisheiten, aber das ist ja Genau. witzig, ne? Unser Opa hat auch mal gesagt, in der ersten Halbzeit nicht so viel laufen, damit in der zweiten noch Kraft hast. So, das sind immer die Weisheiten, die man ab und zu auch mal befolgt Macht total Sinn, echt, voll hat. gut. Ja, du bist heute in Frankfurt fürs Champion for Charity Spiel. Benefizspiel zu Ehren von Michael Schumacher und Erlöse gehen zugunsten der Keep Fighting Foundation der Familie Schumacher und zugunsten des Fordyron Campus von der Gnudzki Stiftung. Und du bist da mit deiner Family auch sehr sozial engagiert, auch mit der Stiftung und deinem Bruder als Botschafter unterwegs. Was ist so euch wichtig in der Stiftungsarbeit und was ist da euer Anliegen? Also erstmal bin ich mega dankbar, dass ich hier sein kann. Das will ich auf jeden Fall sagen, weil als ich die Nachricht bekommen habe, dass ich hier eingeladen bin, da habe ich direkt zu meiner Frau gesagt, wir müssen das alles, was irgendwie vielleicht in dem Tag rumgeplant ist, absagen, weil da will ich unbedingt hin. Zwei meiner Kindheitsidole, Michael Schumacher, Dirk Nowitzki, ist natürlich eine Riesenehre, erstmal für mich dabei zu sein und dann auch einen guten Zweck dabei zu unterstützen, ist eigentlich die perfekte Mischung und deswegen bin ich erstmal mega dankbar, hier zu sein. Und ja, die Stiftung von Toni ist ja jetzt auch schon jahrelang dabei und eine Sache, die einfach die man mit vollem Herzen und voller Leidenschaft macht. Wir unterstützen verschiedenste Einrichtungen, gerade was das Thema kranke und auch todkranke Kinder betrifft und auch deren Familien zu unterstützen.
sei es Umbauten im Haus, die nötig sind, die sich die Familie nicht leisten können, sei es aber auch Einrichtungen wie ein Hospiz zum Beispiel in Berlin, wo ich auch öfter dann zu Gast war. Ja, Hospiz, wissen die meisten, ist also die Endstation. Das sind Sachen, die, wenn ich da auch drüber rede und drüber nachdenke, immer wieder Gänsehaut bekommen, wenn man auch die Sachen vor Ort erlebt, wie stark die Familien, wie stark die kranken Kinder auch sind. Es geht ja dann nicht nur um die Kinder, auch um die Geschwisterkinder, die ja meist zu kurz kommen. Um die kümmern wir uns auch, dass die Highlights haben, dass die schöne Sachen erleben. Und das zu erleben, die Stärke dieser Familien, dieser Kinder, das sind so, wir reden immer von großen Sporthelden oder Schauspielern oder sonst was, aber das sind so die Helden des Alltags für mich. Und kann ich jedem nur empfehlen, da auch mal in so eine Einrichtung zu gehen, auch was da für eine Stimmung herrscht. Man denkt, man kommt in ein Hospiz und da ist alles ruhig und leise und so, aber da ist ausgelassene, fröhliche Stimmung, es wird gelacht und die Leute da haben Spaß. Und das hat mich zutiefst beeindruckt. Und das sind Erfahrungen, die man dann auch als Botschafter sammeln darf, wo man weiß, dafür lohnt es sich auch, sich einzusetzen. Hammer. Wir haben halt so ein bisschen Berührungsängste natürlich immer, so mit Ja. dem Thema Tod überhaupt und Kinder natürlich sowieso. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, je mehr man sich annähert an die Themen und selbst einfach mal da auch Erfahrungen sammelt, mit Berührungsängsten, da tut sich eine ganz andere Welt einfach dann Ja, auf. klar. Also ich kann jetzt nicht zu jedem sagen, geh dahin. Das ist Ja. schon eine Erfahrung, die einem auch ans Herz geht und auch nicht jeder damit umgehen kann. Und ich auch von meinem ersten Besuch war ich da auch sehr angespannt, muss ich Ja. sagen, weil du nicht weißt, was dich erwartet. Und wenn du dich mit dem Thema Tod noch nicht wirklich so auseinandergesetzt hast, denkst du ja wirklich, okay, da ist eine ganz vorsichtige Stimmung, ganz ruhig und weißt auch nicht so richtig, kannst du überhaupt die Leute fragen, wie geht's dir so? Und wenn du da hinkommst, dann wird dir diese Angst relativ schnell auch genommen, allein schon von der Stimmung und der Atmosphäre da. Und das ist dann auch schön zu sehen. Man kann auch sagen, dass es schön ist, dahin zu gehen ins Hospiz, weil man auch weiß, man macht den Kindern und den Familien eine Freude mit gewissen Sachen. Und deswegen kann ich es nur jedem empfehlen, aber ich kann auch nicht sagen, geh da jetzt hin, weil es ist nicht immer leicht zu verarbeiten auch. Was ich bei dir so spüren, auch ich habe auch ein paar Podcasts noch jetzt angehört, wie total schön so eine echt so eine Dankbarkeit, die du so mitbringst für eben für Erfahrungen, für Dinge, für das Leben, das du leben darfst, durftest und für die Erfahrungen, die du sammeln darfst, finde ich total toll. Ja, das ist alles nicht als selbstverständlich an, ne? Und Ja. ich bin für jeden Kontakt zu Menschen, die ich kennenlernen darf, immer sehr dankbar. Und das muss kein bekannter Mensch sein. Das sind auch Menschen, die ja Geschichten aus dem Alltag erzählen, wie man ihnen vielleicht auch durch Sachen, die man selbst unbewusst auch macht, geholfen hat. Ich hatte letztes Mal zum Beispiel, habe ich bei so einem City Run mitgemacht beim Lauf in Berlin und habe dazu im Podcast auch aufgerufen, dass ein paar Leute gerne mit mir mitlaufen können. Und eine Frau, die vor kurzem ihren Vater verloren hat, hat halt gesagt, sie hat null Motivation gehabt, wochenlang dadurch. Und als sie das gehört hat, hat sie auf einmal wieder Lust gehabt, laufen zu gehen und Cool. Sport zu machen und habt ihr auch getroffen dann bei dem Lauf. Und unbewusst Leuten so eine Kraft zu geben, ist halt das schönste Geschenk. Also das ist schöner, als irgendwo ein Tor zu schießen oder ein Spiel zu Cool. gewinnen. Schön. Ja. Genau, du hast jetzt schon vom Laufen gesprochen. Also so hältst du dich jetzt fit nach der Karriere, nehme ich an. Ja, hätte ich nie gedacht. Also, dass ich mal freiwillig irgendwie laufen gehe. Hab gesagt, komm, ich mache auch mal neue Sachen, will einfach mal ausprobieren. Bin so ein City Night Run mitgelaufen, 10 Kilometer Lauf, 10 Kilometer schaffe ich dann gerade noch. Und die Atmosphäre war super und natürlich war ich dann gleich so euphorisch zu sagen, ich laufe einen Halbmarathon nächstes Jahr. Und jetzt vor ein paar Tagen sogar bin ich einfach privat 20 Kilometer laufen gegangen und wenn mir das jemand vor 2, 3 Jahren gesagt hätte, dann hätte ich den kompletten Vogel gezeigt. Also aber ist cool, auch dann sich irgendwie so ein bisschen neu zu erfinden, wenn Ja. man raus ist aus dieser ganzen Mühle, Ja. Profigeschäft und Sachen zu machen, die man vorher nie gemacht hat. Das ist eine mega spannende Zeit für mich. Cool. Und was hast du jetzt heute fürs Spiel vorgenommen, wenn du so aufs Spielfeld Ja, stürmst? ich habe gemerkt beim Laufen, dass ich fit bin, also dass ich Jawohl. laufen kann. Deswegen, wenn man mich 90 Minuten braucht, dann bin ich da auf jeden Fall. Cool. Ja, kannst vielleicht für Dirk einen anderen Meter Ja, mitlaufen, der nicht mehr ganz so gerne. gut zu Fuß ist, hat er ja bei euch im Podcast eben Ja, auch erzählt. Ja, und Dirk hat so ein bisschen dramatisch bei seinem Rücktritt zu mir dann mal so gesagt, an athlete dies twice. Also er hat es so gefühlt ja. wie ein Ja, Teil von ihm, also ja. du sagst neu erfinden, also wirklich ein Teil davon,
von dem Leben, wie er es jetzt gewohnt war, ist irgendwie vorbei. Hast du das ähnlich dramatisch empfunden, als du so für dich beschlossen hast, aktive Karriere? Also erstmal muss ich noch sagen, hat er sich mittlerweile bei dir bedankt für deine Unterstützung während der Karriere, weil das hat er ja vergessen. Also, aber hallo hat er es vergessen. Du hast einen extra Treat bekommen. Genau, er war danach ganz kleinlaut, aber ich habe ihn noch ein bisschen schmoren lassen. Ja. Also muss er schon noch eine Weile drauf sitzen auf der Schuld, genau. Nee, aber die Aussage, die er da gemacht hat, das stimmt schon. Du hast dein Leben, wirklich gefühlt ein Leben lang nichts anderes gemacht. Klar, Richtung Profi ist dann nochmal ein Schritt gewesen, aber auch in der Jugend hast du ja nichts anderes gemacht, in der Kindheit. Und ja, das stimmt schon. Das war auch für mich so ein, die Aussage stimmt in der Hinsicht auch für mich, war das nämlich sehr schwierig. Ich hatte die Entscheidung aufzuhören schon im Kopf lange getroffen, aber ich konnte sie nicht aussprechen, weil ich wirklich, du hast ein Leben lang nichts anderes gemacht und dieses Kapitel zu beenden, was du 25 Jahre gemacht hast, ist halt mega schwer. Und ich hatte es im Kopf, aber ich konnte es einfach nicht aussprechen, nicht mal meiner Frau gegenüber. Und das war schon eine schwierige Zeit auch und ich habe halt so eine riesen Erleichterung gemerkt, als ich es dann ausgesprochen habe. Das ist halt nichts damit zu tun, dass ich froh war, dass es vorbei war und trotzdem hatte ich ein Gefühl von Erleichterung. Mhm. Also die Gefühle, die ich hatte, waren Erleichterung und Dankbarkeit. So. Und bis heute habe ich es auch zu keinem Tag bereut, aufgehört zu haben. Und das bestätigt mich auch in der Entscheidung. Und ich bin mega dankbar für die Zeit, aber freue mich auch auf Neues. Cool. Und was hat sich jetzt schon verändert seitdem in deinem Leben, außer dass du einen tollen Podcast machst? Ja, den habe ich ja Gott sei Dank schon zur aktiven Zeit angefangen. Stimmt. Deswegen war es dann nochmal relativ leicht, die Entscheidung zu treffen, dass man nicht irgendwie ins Bodenlose fällt und sagt, man hat keine Aufgaben. Ja. Das schon, aber für mich war es einfach krass neu, selbst eine Struktur in den Tag zu bringen. Sonst war alles immer geregelt und vorgeschrieben und du hast gemacht und hast funktioniert und hat auch alles Spaß gemacht. Aber ich bin immer noch dabei, jetzt auch über ein Jahr danach eine Struktur reinzukriegen in meinen Alltag, Organisation, was einem mal abgenommen wurde. Ich glaube, das geht nicht von heute auf morgen. Da habe ich großartige Unterstützung von meiner Frau. Die Tochter hilft auch. Die gibt alleine schon viel zu tun. Auf jeden Fall. Und deswegen hilft das schon, aber klar, das ist eine riesen Aufgabe, die auch deutlich unterschätzt wird, glaube ich, von Leuten, die aktiv Profi sind und dann aufhören, da selbst Strukturen in den Alltag zu bekommen, das ist eine schwierige Aufgabe. Das glaube ich, ich habe beim Dirk auch so ein bisschen nebendran gestanden, geguckt, wie wird es wohl werden, aber er hat es bis jetzt auch echt super gemeistert, also wie du schon sagst, auch Kids helfen natürlich, da hast du auf jeden Fall immer handvoll zu tun, aber man braucht auf jeden Fall da so einen, bisschen laut, aber nur so ein bisschen die sich umstellen auf, keiner sagt einem, wie der Tag verlaufen soll und die selbst die Jahresplanung ist ja schon vorgetaktet und so weiter, also es ist jetzt grüne Wiese erstmal. Ja, auf jeden Fall, aber das ist auch die spannende Zeit, das wollte ich auch immer wieder, neue Sachen, ich habe dann auch einen Trainerjob ein bisschen ausprobiert, Richtung Experte im Fernsehen ausprobiert, und habe immer von vornherein zu den Leuten auch gesagt, ich probiere das aus und ich will immer so eine Sicherheit haben zu sagen, hey, an dem Punkt sage ich, nee, das ist nichts für mich, da kann ich keine Leidenschaft für entwickeln, dann lasse ich es wieder sein. Und an dem Punkt bin ich eigentlich auch immer noch und die Zeit genieße ich auch und klar, ich habe auch jetzt eine Phase gehabt im Juni und Juli, wo ich 2 Monate wirklich gar nichts gemacht hatte, da kommt so nach 1,5 Monaten schon die Zeit, wo ich sage, jetzt habe ich mal wieder Lust, was zu machen. So, das dann schon, aber ich bin mega dankbar auch dafür, den Luxus zu haben. Ja. Wie gesagt, ich habe meinen Podcast, habe hier und da meine Aufgaben gehabt. Das hat auch nicht jeder, der dann aufhört. Ja, finde ich aber eine gute Einstellung, so ein bisschen so, ich probiere mich da aus, ohne Erwartungen gleich so, weil das habe ich mir immer so schwer vorgestellt und manchmal spüre ich das auch so an mir, so, dass man jetzt für mich auch im Umfeld von Dirk so, dass dann gleich wieder auch Großes erwartet wird. Auch das Nächste, was er macht, muss dann auch wieder gleich großartig sein oder keine Ahnung, aber es ist ja nicht so. Er kann jetzt gut Basketball spielen oder ich kann das gut, aber dass man da eher so ein bisschen forschergeistmäßig rangeht. Ja, total. Und auch einfach schauen, wofür, natürlich wird man, glaube ich, nicht mehr diese Leidenschaft nochmal für etwas entwickeln können. Also schwierig, wie Dirk jetzt für den Basketball oder ich jetzt auch für den Fußball. Aber klar bin ich mir auch bewusst, dass ich den Luxus habe, ausprobieren zu können und nicht den Druck habe, jetzt unbedingt was machen zu müssen, kurzfristig. Von daher ist das schon ein Luxus, aber man, ich glaube, nur das, wofür man Leidenschaft hat und Begeisterung hat, macht man es am Ende auch gut. Auf jeden Fall. Du hast schon gerade gesagt, dass du auch kurz jetzt als Trainer aktiv warst in der U19, glaube ich, in Berlin. Wie war das so für dich, so allein von der Aufgabenrolle bei uns im Fortuna Campus? Geht es da viel um die Trainerrolle, sage ich, Trainerinnenrolle, so als
Begleitung von Kindern und Jugendlichen, wirklich die zu stärken in ihrer Entwicklung, jetzt nicht nur sportlich, sondern auch eben in ihrer menschlichen Entwicklung. Aber wie hast du so das Trainerdasein erlebt? Was war so für dich die Highlights, aber auch echte Herausforderungen oder so? Also erstmal muss ich sagen, ich habe es komplett unterschätzt, was den Aufwand betrifft, ja, gerade im Jugendbereich. Das auf jeden Fall. Für mich war es wichtig, oder ich hatte gedacht, okay, du warst selber Spieler, du hast selber den Jugendbereich durchgemacht, dass du kannst deine Erfahrung weitergeben, das konnte ich auch, aber für mich war es schwer, mich wieder da rein zu versetzen. So, du warst jetzt jahrelang Profi, hast die höchsten Ansprüche gehabt und dann wieder den Kopf reinzuversetzen in die Jugendspieler, an welchem Punkt sind sie gerade, was, die haben noch Schule nebenbei, klar, die haben alle den Traum, Profifußballer zu werden, die wenigsten schaffen es aber. Und trotzdem musst du versuchen, die Jungs ja irgendwie auf dem Weg auch mitzunehmen. Und für mich war es von Anfang wichtig, auch Werte zu vermitteln. Cool. Dass sie auch klar, die sehen irgendwelche 17-, 18-Jährigen schon in der Bundesliga spielen und sagen, da muss ich auch hin. Sagen, ne, das ist kein normaler Weg. Der normale Weg ist, dass du trotzdem dein Abitur machst, dass du deinen Abschluss machst, dass du deine Ausbildung machst. Und nicht Fußball nebenbei spielst, aber halt schon schaust, dass du nebenbei auch, ja, ich würde sagen mal sinnvolles, Fußball ist auch was Sinnvolles, aber dass du halt schon so Plan vernünftig bist, einen Plan B zu haben. Und das ist deine Aufgabe von einem Jugendtrainer. Nicht nur das, was auf dem Platz passiert, sondern da passiert so viel nebenher, was Schule betrifft, was auch Familien betrifft. Ich als Spieler musste mich eigentlich nur auf mich konzentrieren. Jetzt musst du dich aber um 20 Spieler auf einmal kümmern und da ein Gespür für jeden Einzelnen entwickeln. Und das war eine Erfahrung, die mir gut getan hat, wo ich aber gemerkt habe nach 2-3 Monaten, ich habe dafür noch nicht so die Leidenschaft entwickelt. Ich bin nicht bereit, dann dafür den Aufwand zu leisten und habe dann sehr konsequent auch nach 2-3 Monaten gesagt, ich mache die Saison zu Ende und dann war es das erstmal wieder für mich, weil ich mich dann wieder auf andere Sachen konzentrieren möchte. Und ja, das war eine offene Kommunikation, die ich immer gepflegt habe und deswegen war das auch kein Problem. Cool. Wenn du jetzt so auf deine aktive Karriere nochmal zurückblickst, ich glaube 13 Jahre Profifußball, was würdest du sagen, war so die, na, was du so vor allem mitgenommen hast, auch wenn du jetzt von Werten sprichst, oder was waren so vielleicht Erlebnisse, wo du gemerkt hast, okay, das ist ja Profifußball und so, also auch Schwierigkeiten auf dem Weg, was hast du so mitgenommen aus der Zeit? Ja, dass es einfach wichtig ist, Erfahrungen zu sammeln und aus den Erfahrungen zu lernen, egal ob sie jetzt positiv oder negativ sind, das ist in jungen Jahren schwer. Da machst du einfach und denkst nicht über viele Sachen nach. Was auf einer Seite hilft, auf der anderen Seite sage ich auch, hätte ich schon noch mehr schaffen können, wenn ich in dem Alter mehr getan hätte. Das kam dann mit der Zeit so. Allein so Themen, wie ich sage, nach der Saison, so die Off-Season zu sagen, mach halt nicht 3 Wochen mal gar nichts und dann fange ich langsam wieder an, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, mein Körper braucht das halt in Bewegung zu bleiben, weil wenn ich 1-2 Wochen nichts mache, ist es bei mir so gewesen, ich fahre auf 0 runter. Und habe dann Schwierigkeiten, wieder reinzukommen. So. Und das hat mich mit 22, 23, 24 nicht interessiert. Da habe ich dann trotzdem nichts gemacht und habe dann am Anfang der Vorbereitung aber da gestanden, hat dann schon so ein bisschen Rückstand, der mir dann auch geschadet hat für die Saison. Und das habe ich dann irgendwann später sein gelassen. Und trotzdem habe ich wahnsinnig viel gelernt, einfach im Umgang mit Menschen auch. Oder auch, ja, ich habe, glaube ich, in der Menschenkenntnis deutlich zugelegt in der Zeit, nicht Sachen immer nur zu glauben, aber auch Sachen anzunehmen, schon, aber insgesamt die ganze Zeit als Profi war natürlich unglaublich wertvoll an Erfahrung, an Menschen, die man kennengelernt hat und natürlich auch ja, ein bisschen an Politik, die im Fußball deutlich zugenommen hat. Wo ich jemand war, der das Spiel nie gerne mitgespielt hat, der immer relativ ehrlich seine Meinung gesagt hat, hat mir nicht immer geholfen, so, aber am Ende des Tages konnte ich in den Spiegel schauen und je älter ich wurde, umso mehr habe ich meine Meinung gesagt. Das hat nicht immer jedem gefallen, aber ich konnte am Ende da immer gut mitleben und das habe ich jetzt auch mitgenommen in die Zeit danach. Cool. Und was würdest du sagen, hat dir geholfen so auf dem Weg auch zum Profifußballer? Welche Eigenschaften von dir, die dich da besonders ausgemacht haben? Talent, aber zu erkennen, dass dazu halt harte Arbeit notwendig ist. Für mich war es immer so, natürlich war bei uns immer der Vergleich da, der Vergleich zu Toni war immer da. Und es war schon immer so, dass Toni das größere Talent war und
Nee, ist immer leicht gesagt, ihm wurde viel in die Wiege gelegt und viel geschenkt. Der hat sich auch durch harte Arbeit dann das weiterentwickelt. Aber ich musste immer mehr für Sachen kämpfen und so. Und das hat mir, glaube ich, gut getan. Zum einen. Und ja, ich war früh damit konfrontiert, auch mit Rückschlägen umzugehen. Und ich glaube, das ist das, was dir am Ende immer am meisten hilft, das zu überstehen. Ich erinnere mich auch an eine Zeit in Bremen, wo mein Vertrag ausgelaufen ist. Ich hatte nur noch da in der zweiten Mannschaft gespielt und das einzige Angebot, was ich dann hatte, war irgendwie vom FSV Frankfurt. Und die haben dann irgendwie zweite, dritte Liga gespielt und war ein ganz, ganz kleines Angebot und so. Und die Saison hatte noch 4 Spiele danach. Und auf einmal habe ich alle 4 Spiele gespielt in Bremen. Und sie haben die Klasse gehalten und ich habe einen neuen Vertrag in Bremen bekommen. So, innerhalb von Wochen, wie sich da auch was ändern konnte. Das war auch eine krasse Erfahrung und auch da habe ich wieder gemerkt, okay, es gibt schwere Zeiten so, aber es hilft nichts, da zu jammern. Es geht dann irgendwie weiter und du musst halt gucken, das Beste daraus zu machen und es kommt halt ein Tag, wo es wieder besser wird und dass es so schnell ging, war halt cool, aber ja, ich glaube, die Eigenschaft, mit Rückschlägen umzugehen, habe ich relativ schnell gelernt, auch schon in der Jugendzeit. Cool. Jetzt hast du schon gerade so ein bisschen das Aufwachsen mit deinem Bruder auch und bei dem Fußball. Und ihr seid ja auch altersmäßig eng beieinander. Mhm. Gab es da eine Zeit, wo es echt ein super Konkurrenzkampf war? Oder wie war das so, nebeneinander sozusagen die Karrieren zu entwickeln? War eigentlich nie so richtig Konkurrenzkampf. Ich glaube mal so klar in einem Alter von 10, 11, 12, wenn du dann immer Turniere spielst und der Bruder wird immer bester Spieler und bester Torschütze und alles drum und dran, dann denkst du, ja, ich habe auch gut gespielt, so warum kriege ich das nicht mal? Aber auch wenn es Richtung oder wo es Richtung Profibereich ging, das war bedingungslose Unterstützung gegenseitig. Also ich bis heute ist es so, dass ich, glaube ich, derjenige bin, der sich am meisten über seinen Erfolg freut und der am meisten mitfiebert. Und ich glaube, es gibt ein Video jetzt von dem Champions League-Finale, wo ich gefilmt wurde, wie ich da die letzten Sekunden mitzitter. Ja. Auch wo ich mich unbeobachtet gefühlt habe, so, da sieht man das dann auch in echt und wie ich mich damit freue, dass das wird sich nie ändern. Also da ist für mich, Neid war für uns nie ein Thema. Die Leute haben das, oder viele Leute haben es immer, das war immer die erste Frage und haben es nicht verstanden. Muss doch, ja, warum soll ich neidisch sein? Das ist doch das Schönste, was es gibt, da sich mitzufreuen. Und deswegen gab es da nie irgendwie Konkurrenzkampf bei uns. Cool. Ja, das kann ich voll, nicht voll verstehen. Ja, glaube ich. Ja, weil es mich ja auch immer neidisch oder, weil wir auch Basketball gespielt haben, natürlich nicht dem Level wie ihr jetzt oder ich auch sein. Aber trotzdem war es ja schon immer so ein bisschen im Schatten von, also bei mir noch ein größerer Schatten, vielleicht weil ihr wart mit mir miteinander. Aber ich sag mal, Neid kann man mir da auch nie auf. Was ich auch gemerkt habe, dieses Mitfiebern finde ich auch krass. Es war schlimmer als auf jeden Fall selbst spielen. Ja, Kontrollverlust, weil du kannst es nicht mehr beeinflussen. Schrecklich. Ich weiß noch die Finals. Ich konnte es nicht, ich erstmal gar nicht vor Ort, dann schon gar nicht mal im Stream konnte ich es anschauen, ist ja dann immer das nachts gewesen. Ich konnte auch nicht mit anderen Menschen zusammen sein, alle haben sich irgendwie getroffen, Public Viewing, geht gar nicht, überhaupt nicht. War dann ein und konnte immer nur sozusagen alle 5 Minuten mal so das Ergebnis refreshen. Und dann, als es dann aus war, irgendwie früh um 5 oder so, ist dann nur meine Mutter auch völlig erledigt zu mir rübergekommen, die wohnt in der Nähe. Und dann saßen wir erstmal völlig fertig am Küchentisch. Und aber wir konnten, also keiner konnte irgendwie jemand anders dabei haben. Es war einfach echte Ausnahmesituation. Ich glaube auch dieses, wenn man weiß, wie viel es den Menschen bedeutet, die da in so einem Spiel sind, weil manchmal ist es so für Außenstehende, es ist halt jetzt so ein Spiel halt so, aber das hat sich da wirklich wie ein bisschen wie Leben und Tod angefühlt, also jetzt mal ein bisschen überspitzt schon, aber dieses ganze Hinarbeiten, diese jahrelange Arbeit und auch dieses, wenn kein Titel kommt, dann hat es immer diese Karriere so ein leichtes. Ja, und auch nach der Erfahrung, den verlorenen genau, Finals. Genau, verlorenen Finals. Also, so, wenn man das alles so achterbahnmäßig am Start hatte. Also, das konnte ich, als du das gerade so gesagt hast, so voll. Das glaube ich. Also, gucken muss ich es dann schon, wenn du nicht spielst, das ja, aber auch am liebsten ganz alleine irgendwo, wo mich keiner ansprechen kann und. Meine Frau darf mittlerweile dabei sein, die weiß aber, dass sie mich nicht ansprechen braucht dabei und das kann ich komplett nachvollziehen, so dass dieses Gefühl, und das können halt andere nicht nachvollziehen in dem Moment vielleicht, aber so Public Viewing oder so ist für mich gar nichts, also gerade in so einem wichtigen Spielen, hat jetzt auch bei der EM so letztes Jahr, wo er noch dann in der Nationalmannschaft gespielt hat, so, ja, komm doch mal an die Sendung, dann können wir nebenbei das Spiel, ich schau das Spiel nicht nebenbei, keine Chance, ich muss das ganz alleine schauen, ich habe es gehasst, dann um wieder Leute um mich rum zu haben.
Und nee, da sind wir auf einer Wellenlänge, glaube Ja, ich. super. Du, und wenn jetzt so an dich als Spieler nochmal denkst, in deiner Führungsrolle, Leadership auf dem Feld, wie würdest du dich beschreiben oder vielleicht wie würden andere dich beschreiben? Wie hast du so versucht, ein bisschen das Team zu unterstützen, die Mannschaft zu lenken oder wie war so dein Style? Ja, ich war ja zum Beispiel 2 Jahre auch Kapitän bei Union und war dann auch, als ich es wurde, eine komplett neue Rolle für mich und im Nachhinein hätte ich sie auch deutlich besser ausfüllen können, aber auch eine wichtige Erfahrung einfach zu wissen, dass das, ich habe mich selbst nie so wichtig gesehen, dass ich das Gefühl hatte, dass irgendwie Jungs zu mir aufgeschaut haben oder so, aber im Nachhinein habe ich immer davon auch gehört, dass sie immer sehr viel von meiner Meinung gehalten haben und ich wichtig war für sie und ich hatte das eigentlich bewusster war gerne wahrgenommen, habe es zum Ende meiner Karriere auch. Ich habe eigentlich immer das so gelebt, denen auch zu vermitteln, dass Fußball nicht das alles Entscheidende ist und das Wichtigste ist, aber dass es halt immer, immer ums Team geht in dieser Sportart. Und ich auch bin zum Beispiel aufgestiegen mit Union 2019, da habe ich auch nicht jedes Spiel gemacht und war teilweise auch auf der Bank. Und habe nicht einmal, weil ich gemerkt habe, wir haben hier was Wichtiges, wir haben hier ein großes Ziel und eine Riesenchance, nicht einmal irgendwie etwas Teamschädliches getan, nur weil ich nicht gespielt habe oder schlechte Laune gemacht Ja. oder so. Und für mich, Teams gewinnen für mich nur Titel, wenn die eine gute Bank haben. So, dass sie, wenn die Leute im Kader haben, die diesen Weg komplett mitgehen, auch wenn sie nicht immer aktiv auf dem Feld stehen. Und das habe ich versucht zu vermitteln, den Jungs, die dann auch mal nicht gespielt haben, pass auf, du bist genauso wichtig, du bist entscheidend dafür, dass wir Erfolg haben, auch wenn du nur teilweise spielst und wenig spielst. Gerade was so eine lange Saison betrifft, ne, dass du am Ende wirklich ein Ziel erreichst, das erreichst du nur mit einer geschlossenen Gemeinschaft und mit einem Team und nicht nur die auf dem Platz stehen. Und das habe ich mir versucht zu vermitteln. Danach habe ich immer Entscheidungen getroffen und gehandelt. Da hat mir vielleicht auch nicht immer geholfen, weil ich glaube, einige Jungs, die ich auch als Teamkollegen hatten, die schon ein bisschen egoistischer unterwegs waren, haben am Ende auch irgendwo andere dann noch gute Vereine bekommen und gute Verträge und so. Aber das war für mich nie entscheidend. Für mich war immer entscheidend, das so zu leben, dass man als Team Erfolg hat. Und das habe ich eigentlich bis zum Ende durchgezogen. Und ja, das ist auch eine wichtige Erfahrung, die ich gesammelt habe. Und ich glaube, die man auch ins Leben übertragen Auf kann. jeden Fall. Cool. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, so ein wichtiges Learning ist auch so, oder was dich auch ausgemacht hat, Umgang mit, sagen wir mal, schwierigen Phasen, dranbleiben und wie ging es dir so mit Umgang mit so Drucksituationen, also speziell ganz wichtige Spiele oder Elfmeter oder keine Ahnung, weil ich so, wie ich es vorhin beschrieben habe. Also man, das ist so hochgehängt dann in Naja. diesem, wenn man sich in dem Tunnel da befindet. Wie bist du da im Umgang und so ein bisschen hast deine ja, im Alltag vielleicht deine Auszeiten auch irgendwie kreiert. Was hat dir da geholfen? Ja, ich war immer, das ist auch ein Lernprozess gewesen. So, für mich war immer wirklich jahrelang so bis ab 2 Tage vorm Spiel brauchst du mich nicht mehr, kannst du mich nicht mehr gebrauchen. So bin ich schon voll in der Konzentration und Fokus. Meine Frau jetzt nochmal 2 Tage vorm Spiel essen gehen wollte, ich gesagt, kannst du alleine gehen. Da bin ich nicht mal rausgegangen, maximal noch mit dem Hund rausgegangen und so, dann zum Training wieder nach Hause, nur noch aufs Spiel konzentriert. Und ich weiß nicht, ob das immer geholfen hat. Das zum Ende der Karriere wurde ich da auch lockerer und habe schon noch mal hier und da noch mal 2 Tage auf dem Spiel was gemacht und bin rausgegangen und was anderes gesehen. Ob das immer geholfen hat, aber es war mein Weg, auch damit umzugehen, weil ich hatte das Gefühl, wenn ich mich nicht richtig vorbereite, dann kann ich die Leistung nicht bringen, dann bin ich kann sie mir nicht gebrauchen und trotzdem habe ich immer für mich einen Weg gefunden, auch nicht zu sehr angespannt zu sein. Weil ich immer wusste, der Moment des Anpfiffs ist immer wie eine Befreiung. Wenn das Spiel losgeht, dann ist alles andere vorher vergessen, was nebenher ist. Das war dann irgendwie immer so. Auch wenn man vorher sich den Druck gemacht hat, mit dem Anpfiff wusste ich immer, das ist vorbei. Jetzt kannst du einfach das rauslassen. So. Und da wird man dann auch mit den Jahren immer dann auch im Vorfeld entspannter, weil man weiß, okay, der Anstoß kommt. Deswegen habe ich immer nicht so gern Abendspiele gemocht, weil der Weil Tag der war dann Tag so sich so lang. hinzieht, Der ja. Tag war so lang, natürlich. Einzig Gute war, konnte man meinen Mittagsschlaf durchziehen. Das war dann immer gut am Spieltag. Aber ich war dann trotzdem immer froh, wenn so Mittagsspiele waren, auch zu sagen, jetzt kannst du endlich Ja. losgehen, so, ne? Klar fällt dann nach dem Spiel auch mal ein gewisser Druck ab, egal wie das Spiel ausgegangen ist, so. Aber der Moment des Anpfiffs war immer so diese Befreiung dann auch Ja. von der Anspannung. Und jetzt warst du ja als Profifußballer und jetzt ja auch noch so, echt stehst du in der Öffentlichkeit und wie schaffst du das? Also die Frage treibt mich selber auch sehr um, weil ich finde, das machst du mega, dieses auch Statements, sagen wir mal, rauszulassen oder eine klare Meinung zu irgendwas zu haben, auch mit dem Risiko,
andere finden das kacke, andere finden dich da nicht gut, es ist kontrovers oder also für mich wirkt das schon eher so, also mich hemmt es so, habe ich das Gefühl. Ja. Also, aber ihr geht da ganz offen mit um oder du vor allem, wie ist da so das Mindset? Wie ja, schaffst du das? Die Einstellung ist eigentlich lieber, jetzt mal übertrieben gesagt, lieber hassen mich 50% und mich lieben 50%, als wenn mich 100% nett finden. So, das ist so eigentlich die Einstellung. Ja, 100% ist ja langweilig, wenn ich alle nett finden. Ah, so. Okay. Ich bin jetzt auch nicht ständig auf der Suche nach einem Statement oder nach einer Überschrift. So, das muss dann schon auch passen. Ja. Wenn man das Gefühl hat, man will seine Meinung auch kundtun, weil das einem am Herzen liegt und auch wichtig ist, gewisse Themen. Aber die Reaktionen sind für mich dann irgendwo zweitrangig. Ich glaube einfach, es ist wichtig, dass man sich selbst treu ist. Und wenn man eine gewisse Reichweite und Plattform hat, und es gibt halt nun mal schwierige Themen, die jetzt auch aktuell nicht weniger werden in der Gesellschaft, und wenn man da irgendwie seinen Beitrag zu leisten kann, um auf gewisse Dinge aufmerksam zu machen, so wie man sie selbst sieht, ob sie jetzt jedem gefallen oder nicht, ist dahingestellt, aber ich glaube, wenn das in einem gewissen Rahmen bleibt, dann ist es auch okay, wenn man kontrovers darüber diskutiert. Man muss auch nicht immer meiner Meinung sein, und ich bin auch jemand, der andere Meinungen sich anhört und auch akzeptiert und seine Meinung auch mal gerne ändert, wenn es gewisse Argumente gibt. Aber grundsätzlich bin ich so vernünftig, dass ich meine Meinung dann auch so äußere, dass es da jetzt nicht irgendwie Schwierigkeiten gibt und auch eine gesunde Einstellung zum Leben habe. Und deswegen sollte man für ab und zu auch sinnvoll seine Reichweite nutzen mit gewissen Sachen. Aber man muss auch nicht auf der Suche nach Überschriften sein. Schön, werde ich mir mal zu Herzen nehmen. Genau. Und jetzt hast du auch ein Thema eben, was dir ja auch da wichtig war, durch die Felix Groß Challenge, ein Spiel im Amateurverein zu machen, in Pankow, Berlin. Wie war so die Erfahrung und was war dir so wichtig an diesem Thema Amateurfußball? Ja, das war eine krasse Erfahrung. Also das war wieder so ein Beispiel von einer kleinen Idee, die ganz groß wurde auf einmal. Die Grundidee war einfach, dem Amateursport eine Plattform zu geben, Aufmerksamkeit zu schaffen, weil wir alle daherkommen. Also jeder Einzelne, keiner hat jetzt irgendwie angefangen, bei Bayern München oder Werder Bremen oder Borussia Dortmund Fußball zu spielen, oder die allerwenigsten. Jeder hat irgendwo in seinem Heimatdorf, in seiner Heimatstadt, so klein sie auch war, angefangen zu kicken und ist dann irgendwann da zum Verein gegangen. Und da haben wir alle angefangen. Und wenn das verloren geht, dieser Amateursport, dann wird es irgendwann auch keinen Profifußball mehr geben in die Richtung. Und da haben wir halt eine Entwicklung erkannt, die ja zur Corona-Zeit immer dramatischer wurde, die aber vorher schon nicht gut war, wo die Schere immer weiter auseinandergegangen ist. Die Corona-Zeit hat das nochmal dramatisiert, dass da wirklich dann auch im Amateurbereich so viele Mitglieder verloren gingen. Und das wird jetzt war jetzt kein Heilmittel dafür, aber wenn man zumindest einen kleinen Teil dazu beitragen kann, um da ein bisschen Aufmerksamkeit zu schaffen, glaube ich, dann sollte man das nutzen. Und das hat sich halt entwickelt, diese Idee. Wir haben mehr Challenges draus gemacht. Das war für mich auch eine mega spannende Erfahrung zu sehen, als ich das Spiel dann gemacht habe, zu einem Verein zu gehen, wo sonst 50 Zuschauer zu dem Heimspiel kommen. Und auf einmal waren da über 1000. Und das habe ich jetzt auch das Gefühl, jetzt wo ich aufgehört habe, ich bin schon immer jemand gewesen, der auch gerne Fotos und Autogramme gegeben hat. Aber jetzt irgendwie freue ich mich aktuell, jetzt wo ich aufgehört habe, immer noch mehr darüber, wenn jemand kommt und ein Foto machen kann, ein Autogramm geben, cool, weil man irgendwie anscheinend was hinterlassen hat. So, dass man nicht man hört auf und ist komplett irgendwie nicht mehr interessant. So, dann braucht man ja für sein Ego vielleicht auch manchmal ein bisschen. Und dann dieses Spiel, wo dann auf einmal über 1000 Leute kommen, ja, wegen mir anscheinend, das war cool zu sehen. Cool. Ja, wunderbar. Wie war dann das Spiel? Boah, es war schwierig. Und 3-0 verloren. Das war so krass. Du denkst, okay, jetzt spielt sie Bezirksliga so. Ja. Und dann nach 5 Minuten stand 2-0 für die anderen. Die haben zweimal aufs Tor geschossen, 2 Tore. Da denkst du, wo ist hier? Und ich war ja noch verkabelt. Wir haben ja für den Podcast aufgenommen. Und das Spiel wurde ja noch übertragen im RBB. Und da denkst du, boah, jetzt stehst du hier 5 Minuten, liegst 2-0 zurück. Und ja, gut. Und dann haben wir 3-0 verloren. Also war jetzt vom Spiel her nicht so geil. Aber das auch da dann wieder relativiert, weil das stand jetzt auch nicht im Vordergrund, das Ergebnis, die ganze Drumherum, der Verein war mega dankbar, konnten sehr viel verkaufen an dem Tag und einnehmen, und das war das Entscheidende. Ein paar selbstgemachte Kuchen, habe ich da gesehen, genau. Gute Fußball. Und Opa war auch da, Opa war auch ganz stolz, dass er mich nochmal wieder spielen sehen konnte. Ah, super, ist der Opa, cool.
Ja, genau. Vielleicht dazu als Abschluss noch, wenn du auch vielleicht so an deine Anfänge nochmal denkst, was würdest du denn so als Tipp vielleicht jungen Spielerinnen, Trainerinnen in dem Bereich einfach mitgeben für ihren Weg? Hast du so ein, ja, so eine Weisheit, wie dein Opa vielleicht? Einfach mal lupfen. Ja, ne, das sowieso. Das In der sowieso. ersten Halbzeit nicht so viel laufen wie in der zweiten, Ja, damit in genau. der zweiten Kraft hast. Und nein, also ganz klar, es gab so viele unzählige Talente, die es am Ende nicht geschafft haben. Und egal, was für ein großes Talent du hast, das geht alles nur in Kombination mit harter Arbeit und Leidenschaft dafür. Und ja, man kriegt am Ende nichts geschenkt. Talent reicht dir am Anfang vielleicht immer noch, um besser zu sein als andere, aber wenn du nicht hart arbeitest, wirst du irgendwann überholt und dann hast du keine Chance mehr. Also, Leute, bleibt dran. Ja. Langen Atem und ich bedanke mich sehr bei dir. Ich freue mich nachher, dich live in Action zu sehen Ja. und alle anderen, genau. Gucken. Gut. Und freue mich, dass es geklappt hat und Ja. hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Vielen Dank. Dank dir. Bewirb dich jetzt und werde Game Changer.